Ja, hallihallo, Lieben. Wir sind wieder live in Last Epoch und auf geht's. Also. Und scheinen sie da wirklich langsam unter Kontrolle zu haben jetzt mit dem Server. Ja, scheint so, ja. Ja, aber ihr wisst ja, das geht ganz schnell, das hat dann auch wieder nicht funktioniert, ne? Warum hast du gerade ein hier macht, Logo? Hab das genau mal gesehen, was du da gemacht hast. Ja, schon wieder, war schon wieder frech, Kai. War schon da frech. Twitch. Kann man das überhaupt nicht sehen. Ja. Wisst ihr, was mir übrigens schon gedroppt ist, Mirko? Na? Hier ist die Axt schon gedroppt von meinem Warpath-Char. Und eben gerade ist mir der Gürtel auch gedroppt. Na, Der damals nie gedroppt ist. Und du weißt ja, wie oft wir diese Trade auf Ouroboros gemacht haben. Das weiß ich noch, ja. Das war auf jeden Fall nicht das Seltenste. Ne, das seltenste Item sind ja diese Handschuhe, diese Ravenous Blade. Wie ich bei das seltenste, was wir gemacht haben. Achso, ja. Ja, und du hast dich schön vorangeliebt heute im Laufe des Tages. Ja, ich habe vielleicht ein, zwei Echos gespielt. Ein, 200 Echos. Ne? Ein bis 200 Echos hier noch. Ja. Hallo? 92, ja. Nee, aber das ist ja so, sind die Leute heutzutage kein. Ja, und dann sagen sie, oh, ist ja langweilig das Spiel. Ja, wir kommen ja morgen später. Wie morgen später? Achso, ja, ich gehe morgen Abend zum Tischtennis. Tischtennis, achso, hier mit deinem. Der Thomas. Hm. Er hat mir erzählt, dass er Präsident ist geworden, kein Tischtennisverein. Achso, und da hat er dich jetzt eingeladen, oder? Ja, ich hab ihm erzählt, dass ich auch gerne Tischtennis spiele und dann hat er gesagt, na, dann komm doch mal rum. Dann hat er gesagt, dann komm ich mal rum. Dann hab ich vor dem Park und dann hat er gesagt, komm einfach mal rum. Na, dann komm doch einfach mal rum. Genau. Die Betonung liegt auf rum. Nee, nicht nochmal. Mit Cola. Das wird ja wieder ein Stück. Dann wird das mit Fischtennis, dann wird das wieder mit Dirk kommt nicht mehr hoch. Nee, ich muss ja von da aus dann auch mit dem Auto nach Hause fahren. Ich will dann höchstens ein Bierchen trinken. Ich will dann auch für jeden Fall Alkohol trinken oder so. Ja. Macht ja die Idee dann vom Sport auch so ein bisschen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig Frimpo. Ne, du bist Frimpo. Frimpo. Nein, ich bin Frimpo. Ey, Frimpo.
Primpo, Frompo, Frumpo. Ja, wie sie alle in Last Epoch rumhängen, war die ganzen Streamer. Ja, na du ja auch. Bist ja auch einer der großen Streamer. Der größten. Der größten überhaupt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Den ganzen Tag streamen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Oh. Also gezwungen sein zu spielen, würde ich auch nicht so geil finden. Ne, man will ja irgendwie dann nur das spielen, wo man auch Lust hat und dann manchmal hat man auch keine Lust zu spielen. Und wobei hier auch so ein Streamer bei Uni, so Steelmage zum Beispiel, der macht ja meistens Pass of Exile. Der hat dann einfach mal zwei Wochen lang nicht gespielt, jetzt bis was Epoch rauskam. Hat einfach auch nicht gestreamt. Naja. Ich weiß nicht, wie der sich dann sein Lebensunterhalt verdient, aber ich glaube, arbeiten muss ich ja nicht. Nee, na gut, ich meine, mal kannst ja auch, wenn du erfolgreich bist, gut was zur Seite legen. Also so ist es ja nun nicht, aber. Also, wie gesagt, ich finde halt dieses. Ich muss spielen. Man denkt ja immer. Und das ist ja halt auch dieses Problem. Man denkt ja immer. Ach, das ist ja alles so toll. Aber wenn du halt wirklich dieses Muss hast, ne? Aber nur, ich glaube, das ist trotzdem noch ein Unterschied, jeden Tag 10 Stunden klar, auf dem Bäcker klar, und dran zu stehen. Klar, klar. Oder sich einfach vor die Kiste zu setzen und dann halt zu spielen. Also, ich meine, weil der Vorteil ist natürlich als Streamer im Sinne von PC-Spiele spielen, ist halt, kannst du auch bis zu deiner Rente machen, wenn du erfolgreich bist. Solange zumindest ein Streaming in Mode ist. Keine Ahnung, was die Technik irgendwann bringt. Was? Solange wieder damit Geld verdienst. Ja, gut, aber ich finde halt Stream im Sinne von Spiele spielen ist wahrscheinlich erfolgreicher als Stream für irgendwelche Beauty-Tipps. Wer will irgendeinen alten Menschen beim Schminken zu gucken? Wahrscheinlich nicht so viel. Ja, alte Menschen nicht, aber kannst du dir vorstellen, dass die Mädels sich da irgendwelche Streams von Bibis Beauty World... Nee, das ist klar. Die Jungen da, das ist logisch, ne? Ich meine, aber da musst du halt wie so ein Fußballer schon dann in deiner Jugend ausgesorgt haben für dich. Ich meine, wir haben ja auch einige, ne? Also klar. Aber. Ja, aber wenn du ausgesorgt hast, Logo, dann ja, interessiert sich das dann auch alles ja nicht mehr, was in deinem Alter ist. Oder du kannst halt den Hals nicht voll kriegen. Ja, wie eben. Ja, das funktioniert ja mal hoch noch. Der ist ja eigentlich schon reich. Ja. Reich an Erfahrung. Ich mach das nur. Du machst das nur, damit wir abends immer Content haben und dich um alle zu unterhalten, die ich mag, genau. Und dass das nicht langweilig wird. Ich bin nicht mit Hinterhalt. Mich haben sie im Hinterhalt erwischt. Und warum bist du noch nicht Level 92, Mirko? Ich? Ja, gibt's hier noch mehr Mirko im Chat? Ich hab gearbeitet und so was heute. So heißt das jetzt. Ja, so nannte man das. Gearbeitet. Ich erzähl Mugel gerade ein bisschen um ihr Skill. Mhm. Und hab jetzt 3000 Leben. Also das hat der Gäste noch fast schon.
und gleichzeitig mitunter noch bis zu 7000 Ohr. Ja, das ist gut, ja. Ja, vor allem für die Bosse erstmal also, nehmen. Da kann ich dann in manchen Fähigkeiten einfach stehen bleiben. Auch mal einen Schlag abkriegen, ja. Ja. Ja, morgen hat wohl Fiona Geburtstag, oder? Am 27. Das ist der Morgen, oder? Hm. Dann hast du morgen Geburtstag. Ja, Kai, dann du auch. Bitte gratulieren, ne? Ich gratuliere unserer Nichte dann, Ordnung zu mir. In der Bildzeitung. Hey, wirst du schon wieder aufmüpfig? Ich werde immer aufmüpfig. Ich wurde schon geboren. Wo das hier geboren soll, ja, genau, dachte ich mir auch gerade. Als Mupp. Als Mupp. Zu viele Mobs auf einen Haufen hast, dann hast du ja schon zu kämpfen, die wegzukriegen. Ne? Oh, und dann ist da so ein komisches Ding, wo du denkst, da kriegst du einen schönen Buff. Nee, das ist dann Gold. Aber nüscht kriegt Kai. Nüscht, die kriegt nur Gold. Ja. Du bist mittlerweile ist Gold ja nun ja nicht so unwichtig, also ist ja nur noch ein bisschen wichtiger geworden, ja. Ja, deswegen mache ich ja auch gerade den 100er Rüstung mit Gold. Deswegen machst du den Goldgoblin, ja. Ja, den Rissgoblin. Den Rissgoblin. Wenn man als Belohnung mehr Gold gibt. Mehr Gold. Ja. Money. Also ich hab im Moment, glaube ich, 23 Rüstung. Weil der war ja bloß Level 58, der erste gleich unten. Der erste Echo. Der Cursor, der lässt sich letzten Endes voll golden. Ja, lass mir nicht einfach auszahlen. Ja, golden, ja. In Echtgeld lässt er sich halt auszahlen. In Dublonen. Von der Deutschen Bank. Ja. In goldene Dublonen. Ja, die alten teilweise die haben schon viel ausschieben. Ihr seid wieder 100er jetzt vorne, oder? Also du ja auf jeden Fall doch, klar, aber Kai auch. Ich bin in meinem ersten 100er. Ah. Also, Echos habe ich jetzt schon im dritten oder vierten gespielt. Also ein 100er Boss habe ich noch nicht. Den werde ich wahrscheinlich auch noch nicht machen können. Dafür bin ich vom Level 0. Dafür bist du so lau, willst du uns jetzt damit erzählen, ja? Laui. Laui. Ja, wo du wieder ein Ohr rumfasst? Helmi. Was? Helmi. Hör auf, Helmi? Hör auf, Helmi. Soll ich euch wieder Helmi singen? Immer vor, damit kein Ohr rumbekommt. Heifel freut sich doch dann darüber, wenn ich Helmi singe wieder. Nein, nicht mal so ein bisschen. Okay. Nein, nein. Ist heute in dem Channel hier strengstes verboten. Hör auf, Helmi, haben wir heute nicht? Heute nicht. Was?
Dirk heute kein Hör auf Handy. Ja, das ist natürlich merkwürdig. Vielleicht wird heute auch wieder ein Hör auf Kai. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, das wird keiner. Ah, dankeschön. Kann ja auch nicht sein. Hey, das hast du den. Wahrscheinlich hat er jetzt in Twitch gerade sein Grinsen wieder aufgesetzt. Das hat immer aufgesetzt. Ja. Ach, der hat er immer aufgesetzt. Okay. Na, vor allem, wenn es gegen dich geht, Kai, da ist er immer mit dabei. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommt. Verdammt. Ja. Es gibt doch so einen Button, den drücken Einmal. Die Leute in meinem Stream und da steht Kai-Mob. Und dann muss ich das machen. Wahrscheinlich ist Breni der da ständig drauf rumklickt. Ja. Auf jeden Fall macht der das. Oh. Ist das ja nicht mal so schlecht. 65% erhöhtes Spell Minion Damage. Was ist hier eigentlich? Tiermeisterschaft, ja. Da. Ja, wird schon wieder ein bisschen mehr, ne, was man dann immer so braucht an an Stabilität, wollte ich sagen. Das Wort nicht, ja. Ich kann ja fast überlegen, ob man die Bosley austauscht. Du bastelst hier schon wieder alle hoch auf 300 Stabilität, oder? Nee, ich bin jetzt auch nochmal in ein anderes Echo erstmal gegangen. Ich hab jetzt da gerade meinen Critical Strike Avoidance bekommen. Ah, mhm. Jetzt in der nächsten kommen jetzt auch erstmal dieses Volt-Ding da. Das war ja, Herrschaft des Drachen war es jetzt gerade, ne? Genau, bei den Drachen direkt. Ja, naja, da bin ich gerade im normalen Ding. Ja, so nur ich bin nicht mehr unterwegs. Genau. Mörgel. Aber da könnte man eigentlich auch mal Spieler spielen. Das war ein cooles Spiel. Ich hab schon coole Spiele. Ja. Wenn man so überlegt, wie viele Entwicklerstudios gestorben sind bis heutzutage, ne? Die Studios sind gestorben. Ja. Wurden gefressen. Was ist denn hier ein Rotaffen? Guck mal, Doc, kurz in meinem Stream. Der sieht ja sehr rot aus, oder? Der Ring. Im Vergleich zu dem. Ja, das ist ja auch, dass dann den Unique Item droppt. Ja, und hier nicht, oder was? Bei dem anderen Ring dann nicht, nee. Der andere Ring ist einfach nur das normale Ring getroffen und... Nee, das ist auch lila, also auch braun. Mach, was du willst. Hier, guck mal, ich hab extra ran gescrollt. Guck mal, damit er deine Augen... Ja, das ist orange und das andere ist orange. Das wirkt einfach nur anders, weil das eine ist hell und das andere ist dunkel. Das ist eine optische Täuschung, von der du dich gerade optisch täuschen lässt. Deswegen durch den Untergrund hier, oder was? Okay. Na dann, ich glaub uns allen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, Mori, ich bin sehr verwirrt, wie verwirrt du bist. Ich glaub mir kein Wort mehr. Ja, das ist auch besser so. Er glaubt sich kein Wort mehr. Ja, haben wir uns auch so gedacht, ja. Sammel ich lieber ein paar Splitter. Ja, das für ein Unterschied ist, wenn man nur einen 100er Corruption Wind läuft. Zu dem 115er auch, ne? Okay.
Mein Duck, bist du schon Rang 7? Nee, leider noch nicht. Hatte vor 20 Minuten mal geguckt. Ja, und? 6,5 ungefähr, wenn ich jetzt. Aber immerhin. Ja, aber das zieht sich irgendwie wie Kaugummi. Ich hab die Sache auch noch nicht ganz verstanden, wodurch das jetzt nicht bemisst. Also ich hatte jetzt nochmal gelesen und dann stand da eigentlich ja nicht durch Rinnstellen und Verkaufen und Kaufen, obwohl ich der Meinung war, davon halt auch was gekriegt, sondern eigentlich durch Spielen. Ich sagen, oh ja. Ja. Sondern? Durch einfach nur Spielen, aber... Durch Echos einfach, oder? Okay. Also durch Monster kloppen quasi. Aber... Ich kann es halt nicht 100% sagen. Ihr wisst, na, Auktionshaus ist was ganz Schlimmes. Kommt man nie wieder zurück. Kommt man nie wieder zurück, genau. Mal gucken, ob ich überhaupt hinkomme. Das macht man eh mal am Abend und dann ist vorbei. Ich sag dir, wenn die ein Echtgeld-Optionshaus einführen würden, dann würde Mogo seinen Job finden und die ganzen Sachen nicht anmachen als die Items. Unbedingt. Ich würde erstmal irgendwelche Armbrüste farmen. Ja, genau. Manticore. Ich kann euch sagen. Also ich bin nur Level 5. Kann ich sagen, das war mein erfolgreichster Spieleauftritt meiner Spielzeit, um Manticore zu verkaufen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was du auch mal verkauft hast, oder? Nö, ein paar andere Sachen halt auch mal verkauft, aber das war ja 0815 mit dem Manticore, das war ein Highlight. Geld, aha, du. Das war noch was, ne? Das wird rausgenommen haben. Und vor allem hätten sie das ja nicht rausnehmen müssen, hätten sie das Spiel einfach mal ein bisschen anders designt, ne? Aber gut. Aber den Ruf kannst du nicht für die Punkte da kaufen, nicht? Weil einige haben doch immer geschrieben, dass da Zeug testen. Da kann man sich für Kumpf-Punkte. Na, diese komischen Punkte, die du brauchst zum Rinnstellen und rauskaufen. Dafür kannst du dir Ruf kaufen. Kaputt. Ja, ich weiß nicht, ne, ich bin ich ja nicht, aber ab und zu haben wir welche hier geschrieben, dass der wo man der Minus ich war da wieder der Wunsch des Vorankommens größer als die Realität. Wunsch der Vater des Gedanken. Ja, irgendwie sowas, genau. Ich wollte es nicht sagen, weil ich nicht wusste, ob ich wieder den Spruch richtig sage ja, und ich dann wieder Sprüche von Dirk eins auf den Deckel kriege. Ja, also hier ist auch schon ziemlich viel Verwirrtheit im Kanal. Ja, ja, deswegen, das habe ich heute schon... Also, ich hoffe, dass das alles was mit dem Montag zu tun hat. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ich glaube, ihr sollt mal Arzt aufsuchen. Hi. Oh, nee, da ist auch noch einer der Verwirrten dabei. Ja, ich habe auch direkt eine Frage. Ja, also ja, da geht schon los. Ja, wie kann also, ich einloggen? Ich bin jetzt hier mit der Kampagne fertig, gell? Und ich habe jetzt hier so ein Leveling Guide halt befolgt. Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es halt Guide für Endgame Builds und Guide für Leveling Builds. Ja? Aber der Endgame Build, da steht überall drauf, da geht davon aus, dass ich Level 70 bin. Ja, aber ich bin jetzt mit der Kampagne fertig und bin jetzt Level 60. Also soll ich jetzt weiter den Leveling Guide befolgen oder macht es Sinn, schon auf den Endgame Guide zu wechseln? Ich würde auf den Endgame Guide wechseln. Ego. Also auf 70 kommst du so schnell. Eigentlich.
Okay, so, nächste Frage. Also diese Items, gell? Also mit diesen, also was für Items suche ich dann jetzt eigentlich? Also macht es jetzt Sinn, auf diese T6-Items oder so, also zu schielen und dann versuchen, daraus dann halt was Vernünftiges zu basteln? Oder Ja. wie macht ihr das? Ja. Genau, du guckst einfach bei deinem Guide nach, was der da so für Items bei sich drin hat. Und dann siehst du ja, was der so für T6, also diese epischen Stats drauf hat. Und dann versuchst du halt die restlichen der Sachen immer so ein bisschen da drum herum zu rollen. Dass du auch ähnlich dann dahin kommst. So, und es gibt ja auch T7, also wisst Ja, ihr? das ganz selten nur. Also Okay. da mach dir erstmal noch keine Sorgen. Also wenn du T6 hast mit zwei guten Stats Ja, das ist schon gut. also von den insgesamt vier Stats, dann sozusagen drei Stats und davon einer von den T6ern. Das ist dann schon ein sehr gutes Item für den Anfang. Und benutzt ihr dann diese komischen Hoffnungssachen oder Ja. Hope-Dinger, um halt, ja, Ja, okay. absolut, genau. Und auch diese Chaosblüten, dass wenn du einen T6-Stat hast, der gut für dich ist, aber halt die anderen Stats Müll sind, dann kannst du halt mit einer Chaosblüte kannst du umrollen. Das kannst du natürlich auch versuchen. Ne? Das kann anders davon. Manchmal hat man Glück und dann kriegt man genau den man noch braucht. Ja. Gut, nee, jetzt bin ich schon weniger verwirrt. Okay, ich dachte, du sagst jetzt gut. Jetzt kann ich euch ja sagen, dass ich auch schon Level 98 Charakter habe, der schon komplett episch ausgestattet ist. Und ihr das Spiel nicht verstanden habt. Ich erkläre euch das ganze Spiel jetzt erstmal. Also ich bin ja halt, wobei, also gut, ich meine, im Vergleich zu früher bin ich schon langsam, aber ich glaube, insgesamt bin ich trotzdem nicht langsam, ja. Aber halt bei eurer Geschwindigkeit mitzuhalten, das kriege ich einfach nicht hin. Ja, das liegt aber daran, weil wir nicht können. Gut, ich meine, ich habe natürlich gestern eigentlich einen ganzen Tag verloren, weil ich halt nicht mit der Kampagne fertig war und das Spiel halt nicht geladen hat und bei euch lief's ja. Und dann habe ich halt währenddessen halt Akt 3 Dominus am Hardcore oder so gemacht. Und derzeit hätte ich natürlich jetzt auch Level 90 sein können, klar. Das hätte ich gerne Aber. gesehen, dass du Level 90 gestern gemacht hast. Aber gut, also gut, aber wenn das heißt, wenn ich jetzt auf mein Endgame-Bild oder so Guide umstellen will, das heißt, ich muss jetzt den ganzen Bums reholen. Genau, und wichtig ist es, dass es der Bums ist, den du dir holst. Ja, und der Dings. Dive Bomb Falconer. Aber nicht, dass du dann gleich sagst, da warum zeigt noch nicht alle Skillpunkte. Also, ich sag's wie es ist. Also, ich nehme halt einen Endgame-Guide, der halt so nah an meinem Leveling-Bild wie möglich ist, um halt da nicht so viel durcheinander zu machen, um halt genau das zu vermeiden. Ah, ja, ich habe, nee, ich hab noch eine Frage tatsächlich. Also ich habe jetzt hier diese andere Faction genommen, gell? Also ich habe jetzt hier nicht die Trade Faction, sondern die andere Faction genommen. Aber hier steht teilweise, also bei so Prophecies, dass es, oder dass ich halt bestimmte Items nur dann anziehen kann, wenn ich einer bestimmten Faction zugehörig bin. Aber also ich meine, das war ja auch quasi irgendwie bei dem Trade oder so dann halt die Bedingung, dass getradete Sachen du halt nicht benutzen kannst, wenn du dann halt die Faction wechselst. Aber sieht man das an den Items irgendwo? Ja, Ja, unten du hast rechts. also das so ein kleines Symbol dann am Item dran, wenn du das gekauft hast. Ja. Und die Items kannst du auch nicht weiterverkaufen, falls du mal in dieser Merchant bist. Ja, ich sehe hier halt cannot be traded oder so, aber das ist ja halt wahrscheinlich nicht. Nee, dann müsste irgendwie, also dann müsste halt, bei uns ist da so eine, was ist das, eine Waage oder was das ist? Ja, genau, so das war So eine Waage und bei dir müsste ein anderes Symbol dann da sein, Junior. es. Ja, ich habe nämlich hier so eine Prophecy, also, na, was heißt Prophecy? Nee, das ist keine. Wo kann ich das denn sehen? Moment. Faction.
Factions. Ja, hier zwei. Also ich kann diese Ascendance-Runen benutzen und ich habe eine 45% Chance, dass die Rune nicht verbraucht wird. Wenn ich es auf eine Item verwende, was mindestens Chalice of the Fortune Rang 1 braucht. Aber ja, das habe ich mir gedacht, weil ihr halt das andere genommen habt, gell? Und selbst da sehen wir nur so halb durch, bitte. Ja, und ich glaube, diese Ascendancy-Runen, die sind halt eigentlich relativ wertvoll. Und wenn ich jetzt halt eine Chance habe, dass ich die nicht verbrauche, also 45% ist ja eigentlich relativ viel, dann habe ich jetzt halt Schiss, das einzusetzen. Gut, jetzt bin ich doch verwirrt. Aber haben wir ja alles geschafft heute. Können wir Feierabend. Ja, Ziel erreicht, Feierabend. War jetzt aber auch nicht besonders kompliziert. Das stimmt auch wieder. Okay, dann vielleicht doch noch eine Frage. Also bei diesen Monolithen hier. Also macht ihr dann diese ganze Bonus Stabilität mit, wenn ihr da irgendwelche Monolithen macht, oder macht ihr einfach das Hauptobjective und geht dann direkt raus? Na, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das kannst du eigentlich selber entscheiden, wie du das machst. Also manchmal hast du Dinger, wo einfach super viele Mobs hoch ist, also gute Density, und dann geht's auch zügig, dann komplett voll zu sammeln. Aber manchmal bist du auch, keine Ahnung, nur 20 Sekunden in dem Ding drin und dann bist du schon beim Ereignis, was du machen musst, und dann hast du nur 10 von 50 Stabilität und dann sammelst du den Rest von 50 oder nicht mehr. Das macht sich auch natürlich ein bisschen leichter, ist wirklich so, wenn du halt zu zweit spielst, die Stabilität zusammenzusammeln, weil dann teilt der eine läuft in die eine Richtung, der andere läuft in die andere Richtung und dann... Aber ich bin halt dann zu niedrig für euch. Das ist ja insgesamt das Problem. Naja, du kannst auch ruhig in den großen Dingern, wo wir drin sind, noch gar nicht mitlaufen. Also du musst erstmal deine Zeitleisten, glaube ich, immer freischaltet haben. Ja, immer in die hohen, genau. Ja, okay. Aber das ist nicht so schlimm. Mach einfach mal und dann... Ja, dann muss natürlich zusehen, dass, also man kann natürlich dann gerne zusammen laufen, das ist überhaupt kein Problem. Aber du musst halt vor allem überleben können, ne? Das ist dann schon wichtig. Also hier die 100er Dinger, da knödeln die Mobs schon eben ordentlich was hinter den Löffel. Deswegen, also ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal umskillen, was du davor hast, auf den Endgame-Dings. Und dann einfach mal ein bisschen farmen und dann, dass du so ein bisschen basismäßig schon mal unterwegs sein kannst. Und dann siehst du ja selber, wenn du die Bosse solo schaffst, dann gerade in den 90er-Dingern dann zum Schluss, dann bist du eigentlich auch vorbereitet, dass hier bei uns mit los ist. Lauft ihr dann überhaupt schon zusammen? Also, jetzt noch nicht, weil Mirko noch nicht fertig ist und Kaya macht eh immer so ein bisschen sein eigenes Ding und ist auch vielleicht jetzt gerade noch ein bisschen gefährlich wegen der Serverstabilität. Deswegen hat man da gesagt, dass wir vielleicht noch 2-3 Tage lieber warten. Aber theoretisch kann man auch schon zusammenlaufen, ja. Kann man dann zusammen machen, genau. Aber ich weiß nicht, ob das für Kai jetzt hier zum Beispiel auch noch zu gefährlich dann wäre, wenn ich hier so 150 Corruption spiele. Ja, ich spiele ja ohne Corruption bis jetzt. Na, aber du hast doch auch, wenn du die großen spielst, hast du doch automatisch 100 hoch, oder? Ja, bei den 100 dann hast du automatisch. Genau, ja. Ach, aber das machst du, ne? Ja, ich bin ja 150, habe ich ja bei meinen Ebenen, ja. Also jetzt bin ich kurz mal rüber, ich switch den das eine, um hier mir auch diese Goldgeschichte zu holen. Nee, ich will erstmal einen 100er machen, mal gucken, wie böse die Bosse hier wirklich sind, aber ich merke das hier drinnen schon ganz schön. Das so komische Ding, wo so ein Schlangen mit Gift drin sind, da eben. Ja, die sind recht übel, ja, das stimmt. Wie kann ich denn meine passiven Skills eigentlich umskillen? Was, dann musst du in eine Stadt gehen und da ist so ein Gehirn. Beim Gehirn. Ja, so Gehirn oder was? Okay, alles klar. So ein Brainy da ist da. So ein Brainy, genau.
Also eigentlich kannst du auch zu mir kommen. Ich will das nicht, ne? Ja. Und das Dirk nimmt mehr Gold als der Türhörer in deiner. Viel mehr. Per Paypal. Ja, genau, per Paypal. Nein, auch. Ja. 100.000 kostet jetzt eine Tasche schon. Weil dann hast du aber schon die ganze Zeit zugeschlagen, da du. Ja, naja. Ja, muss ja. Brain hier, Brain. Okay, alles klar, Brain. Brain. Thank you. He's backing passive points. Yes. The Terran Grey Speaker. Rain Eata. Hier schon wieder mit Wellen. Oh. Ich weiß doch, was du möchtest. Ja, auf jeden Fall nicht Wellen. Verlierst du, die kommen nicht von der Länge. Ja. Ah, das ist eure Klasse echt eine ganz schöne Schwiegerklasse. Irgendwie bei allem. Gar nicht. Lunius Klasse ist bestimmt eine Schwiegerklasse. Ich auch immer so eine Overpower von Sachen drauf. Ja, ich habe halt die neue Klasse genommen, da die halt dann die alle spielen wollen. Da die halt dann erstmal extra stark ist. Aber ich will halt meinen Baum nur so ein bisschen umskillen und ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier am effizientesten mache. Mach das bitte ordentlich. Ach. Ich muss das, glaube ich, jetzt Punkt für Punkt machen. Dirk, ich glaube, er macht das nur Punkt für Punkt. Ja, und welches Lied fällt mir dazu ein? Punkt, Komma, Strich. Strich. Hat? Tötet? Stück für Stück. Warum hast du das eigentlich bei dir nicht mit drin, Logo, in deiner Soundauswahl? Stück für Stück. Wenn das gewünscht ist, muss ich das mal organisieren. Dann muss ich das mal machen. Mann, da bin ich jetzt heute wieder den ganzen Abend mit Riesbecken und nicht mit Leveln beschäftigt. Ja, so komme ich nie dran an euch. Niemals! Na, bist doch schon mir näher gekommen als erst dann. Ich verliere komplett den Anschluss. Ach, jetzt habe ich hier ein Echo gestartet, was ich gar nicht wollte. Okay. Also, ich bin morgen Abend beim Tischtennis, da kannst du dann aufholen.
Hörst du, Lunio, deine Chancen steigen, jetzt endlich Brainy einzuholen. Ich verstehe nicht, warum du mir schon wieder nicht angezeigt wirst in der Freundschaftsliste. Wer? Ich? Der Lunio. Lunio. Ich glaube, weil Lunio uns hier edit hat, aber wir nicht Lunio hier edit haben. Doch, ich habe Lunio hier edit. Ist Lunio wieder mit Lunio 01 unterwegs, oder? Lunio der Erste? Nee. Einfach ganz normal. Einfach ganz normal. Lunio steht da ja normal drinne. Auch mal so früh. Aber ich hatte das Problem ja auch gehabt. Ich habe euch auch am Anfang mal geedit gehabt und dann, ja, Kappen drin. Ja, jetzt habe ich dich hinzugefügt, jetzt sehe ich dich auch komisch, aber ich hatte dich ja schon hinzugefügt. Ja, yeah, ich hatte euch auch mal alle gehabt und dann ja, der war Abgleich, hier. Der Abgleich. Dann war weg halt, gell? Ja, das ist halt Spaghetti-Code hier, gell? Es ist halt nur eine kleine Indie-Company, was willst du machen? Ja, und das Spiel funktioniert doch überhaupt nicht und sieht auch nicht gut aus und spielt nicht gut und gibt ja auch nur eine Klasse mit eben Skill. Aber Jutta sieht alles spielen. Ja. Achso, du spielst gar nicht so wie hier? Nee, er spielt die Lemminge. Nee, wie heißt das hier? Duke Nukem 3D spielt da. Mein Sweeper oder diese Space Pinball. Ja, Space Pinball, genau. Space Pinball. Aber nicht zu viel tilten, ne Kai? Du willst. Vielleicht zu Blutdruck oder was? Ihr müsst auch Spider Solitär ja von später noch. Spider Solitär. Das Schlimmste ist, ne, die Leute waren damals doch damit völlig zufrieden. Heutzutage. Ja, aber früher Moko, dass man noch rausgegangen. Aha. Nicht mehr, wir sind jeden Tag Moko. Bei Wind und Wetter sind wir rausgegangen und haben Fußball gespielt. Ach, das waren gute Zeiten. Jeden Tag. Ist noch bei, wenn nicht bei Charlies Platz, sondern also vor Charlies Platz, da wo die kleine Mauer war und die Bank, wo ich immer durch die Bank unten durchschießen musste und du mal bei der Mauer da sind. Ja, kann ich nicht. Ja, gut daran erinnern. Du hast immer 2 Punkte gekriegt für einen Tor und ich immer 1 Punkt. Ja, und irgendwann habe ich auch nur noch 1 Punkt gekriegt. Ja. Kann ich eigentlich nicht mehr. Was dann nicht mehr? Erst 100% Bonus haben und dann hinterher nicht mehr. Nicht schlecht. Ja, und dann hat er mal Ruffel geschossen, dann, wenn wir auf dem großen Platz waren, wie immer irre und ich war im Tor. Ja, ich glaube, dann seid ihr auch im Tor. Hast allerdings immer geschossen wie ein Mädchen. No. Wie ein Filmpunk. Aber dafür eigentlich gehalten wie ein großer. Das stimmt, ja. Klingt wie eine traumatische Kindheit. Ich hätte ja nicht halten können. Ich hätte immer die Augen zugekniffen, weil ich Angst hatte. Ey, die waren so hart geschossen, manchmal die Bälle, da Judas dann irgendwann Torwarthandschuhe hatte. Ach komm, jetzt mach nicht so rum. So schlimm war ohne. Ja, ja. Ach, manchmal hast du echt Risse mit dabei, wo ihr fühlt jeder zweite Mob ein Epic drauf und dann hast ja, du Risse dabei, wo so gar nichts drauf. Weg. Das ja. Macht, also, das finde ich auch ehrlich gesagt irgendwie ziemlich komisches Game Design, weil der Gedanke ist ja eigentlich der, du machst halt die Corruption hoch und dadurch droppt halt mehr. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ihr in der 100er Corruption viel mehr droppt als in der 150er, ja, dann macht der Kind na, obwohl das, Dirk, das ist aber durchschnittlich, kriegst du trotzdem mehr, ne? Also. Das ja, ist wahrscheinlich. Einfach so, also. Wahrscheinlich mal 100 Stück spielen und dann vergleichen. Wahrscheinlich. Ja, also wirklich, durchschnittlich kriegst du mehr, aber das ist letzten Endes, ja, das gibt halt wirklich Dinger, ne? Wo du einfach mehr kriegst als. Also wenn du diese Dinger hast, ich sag mal, was sagst du das hier, diese Skarabäen oder Skorpione oder was das denn da? Ja, ist, ja, ja.
Ja, das ist schon, da habt ihr natürlich nicht Unrecht. Das ist, da ist einfach, dass da mehr droppt, aber. Ich meine, ein bisschen fühlt sich das ja auch so an wie bei Diablo 3, das war noch, wo dann so manchmal so den Friedhof. Ja, wie Goldgoblins oder sowas. Naja, Goldgoblins halt nicht, aber das ist schon Gebiete auf der Art, wo du dann wirklich einfach deutlich mehr Elite-Gruppen dann hattest. Ja. Und dadurch wirklich dann auch viel mehr gedroppt ist, ne? Und ja. Ja, das ist ja bei diesen komischen Käfern, hast du das? Ja, die Käfer und die großen Krabben, finde ich. Die sind eigentlich somit am besten. Ja, die großen, die da sind, das sind ja immer so Zweierpacks, also die droppen ziemlich viel wieder mit Zeug. Ja. Ja, das ist dann auch, wenn ich so ein Ding habe, dann spiele ich den komplett leer, ne? Also egal, ja, wenn wie viel, du merkst, dass das bei der ersten Runde schon so viel ist. Hm. Genau, genau. Statischer Panzer ist hier drauf. Ein Panzer. Blitzschaden. Minion, Light, Minion Damage. Nee, das brauchen wir nicht. Schrott. Ich entferne hier Punkte und habe danach weniger. Ja, gut. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Könnt ihr ihm noch folgen? Nee, ich mach's wie bei euch und ich höre einfach zu. Okay, ich dachte, ich mach so wie immer und sag einfach nur A. ...22 allocated points. Es gibt doch nur maximal 20, oder? Nee, du kannst ja... Nee, du kannst auch bloß auf die Übertragung. Hm. Aber du machst meistens in deinem Starterbild machst du halt so 20 Rinnen pro Weg, damit du in den anderen Rinnen gehen kannst, in deinen spezialisierten Rinnen. Oder so um die 20, sag ich mal. Immerhin kostet das Geld Rerollen kein Gold. Ja, nur ganz wenig dabei, die mir so, ne? Irgendwie 800 oder so. Ah, also das, also passive Umskillen schon, das kostet Gold, ja. Ja, whatever. Gut, ich glaube, ich bin jetzt schwächer wie vorher. Aber das ist ja normal. Noch schwächer. Ja, also schwach habe ich mich jetzt eigentlich nicht gefühlt. Aber du könntest natürlich jetzt nochmal an den Anfang der gesamten Kampagne gehen und jetzt nochmal ein bisschen spielen. Ich habe hier so einen Bogen gefunden mit 60 Damage und halt T6 Minion Milli Damage und Minion Bow Damage. Das ist eigentlich genau so den Stat, den ich haben will.
Und ich glaube, da mache ich jetzt mal hier eine Crafting Session. Mit Alterations. Mit Alterations. Und jetzt aber nicht die Orb of Chance. Ich dachte hier den Glyph of Hope. Ja, gleich nochmal der große Aufschlag. Nein, das wollte ich doch so nicht. Zack, ist rein. Ja, ich hab hier nix zum simulieren. Simcraft. Craft of Simulation. Am Morgen ist wieder arbeiten, oder Dirk? Ja, nur heute frei noch. Wegen absolut, morgen ist ja arbeiten. Du hast ja noch die ganze Zeit frei. Ja, kein Wunder, dass man da nicht hinterherkommt. Ja, Dirk hat frei. Dirk war schlau. Wir nicht. Ja, ich bin nächste Woche im Urlaub. Das ist eh noch so ein Thema. Ich brauche ja auch einen Rechner, der das halt mitmacht, aber ich kann ja meinen Rechner nicht mitnehmen. Ich hoffe mal, dass ich das auf dem Laptop zocken kann. Das weiß ich gar nicht, was ich im Urlaub machen soll. Urlaub? Urlaub? Zocken. Ja, was denn jetzt an den Strand legen oder was? Ja, irgendwie sowas vielleicht, ja. Nee, war es Rummel. Also gut. Also gut, kein guter Plan für ihn. Na, dann kauft ihr halt einen neuen Laptop von Alienware oder so. Minion Flat Damage. Ich brauche Minion Flat Damage. Also habe ich ein T6 Minion Flat Damage. Ist doch super. Gut. Rot war, wenn zwei Stats drauf sind, die wir brauchen? Ja. Das sind die guten Items. Selbe Stücke, die wir rot anzeigen. Also Stiefel ist natürlich, da musst du halt gucken, ne? Weil Stiefel kann natürlich jetzt, also wenn du Resi drauf hast, musst du gucken, ob du überhaupt eine Resi ist, die du willst. Also. Diese Grief of Hope, die hat überhaupt nichts gemacht.
Ja, ist auch nur noch 25% Chance, ne? Ja. Aber ist halt besser als 0 Chance. Das hat sich wie null angefühlt. Ich glaube, richtig den Wahnsinn treiben. Ich sehe das schon kommen. Ey, ich hatte so ein gutes Item. Da habe ich einmal geklickt. Ich hatte hier ein Epic mit einem Epic Start und es ist einfach als erstes drunter gegangen. Oh ja. Oh ja. Ich muss auch dran erinnern. Ich auch dran erinnern. Okay, alles ist gut. Ich habe immer noch nicht diesen Iggy Bars Kopf gefunden, aber guck mal, den Desintegration Charm. Na, den wolltest du doch jetzt ja nicht spielen, oder? Den werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren in der Season. Achso. Wir haben den doch gebufft, dass der Strahl länger jetzt ist. Das war doch einer der Hauptgründe. Ja, hast du aber schon wieder vergessen, ne? Nee, halt nicht vergessen. Hast du Sigma erzählt, dass der länger geworden ist? Ich wusste aber nicht, dass das heißt, du willst den dann noch mal probieren. So, wo sehe ich denn meine Resistenzen? Bei C. Charakter auch machen wir C. Physical ist das Wichtigste. Physical und Void, die und dann Nego ist das Wichtigste. Physical habe ich 48%, das glaube ich wenig. Hast du da keinen? Sind die, die ich jetzt so fertig gemacht habe? Alles T5 Dinger? Na schade, physischer brauchst du ja eigentlich nicht, aber. Ja, aber ich habe nichts anderes drauf gekriegt. Ich weiß, ja, nee, ansonsten sind die wirklich schon gut. Zeig mal nochmal, Mirko. Jetzt von Kai? Ja, die von Kai, ja. Zeig mal nochmal. Ach, mit erhöhter Rüstung macht die auch immer noch drauf, ja? Ja, genau, und da wäre jetzt am besten gewesen bei Kai statt physischer einer der komischen Gift, Necro oder. Ja, ich hätte lieber Gold. Gift drauf gehabt, ich habe halt jetzt ein bisschen Gift verloren. Genau, genau. Also, Mähne sehen so hier aus. Also, hast du dich nicht ordentlich angestrengt, Kai? Ich habe angespannt, das hat richtig geknackt hier. Okay. Kann ja Kai auch mal Mähne posten. Also, Void meint, das ist noch wichtig. Hertha, die Frage ist jetzt, behaltet ja, die voll. Alten erst noch an, weil da halt Dienerschaden noch drauf ist, nicht? Die experimentellen meinst du? Sind deine so. Jetzt, oder was? Die Verteidigung? Hm. Ja, wäre mir natürlich auch lieber gewesen, die 16 Gift, weil Gift hinkt ein bisschen hinterher. Ja, ich meine, man kann dann immer nicht alles haben, das darf man immer nicht so ganz vergessen. Das, wie gesagt, wäre auch langweilig, wenn es so schnell gehen würde. Ich glaube, wir haben uns schon einen relativ großen Vorteil ermogelt mit dem Auktionshaus. Also jetzt ist, wir sind vielleicht noch nicht alle Items drin, so wie wir sie vielleicht uns wünschen würden, aber ist ja auch nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich. Du hattest meinen jetzt eigentlich gesehen oder halt gesehen, ja, ja. Gesehen, ja. Die sahen ja genauso aus wie kein, nur dass du Necro hattest dann schon physisch. Nee, hat, ja, Gift hatte ich aber. Ja, Gift meine ich ja genau. Das ist die Brust, die ich jetzt hab. Brauch Level 60, um das jetzt hier zu craften? Mhm. Ist dann mein Charakter zu dumm oder was? Der ist dann noch zu dumm, genau, ja. Na Brust bin ich noch richtig, richtig schlecht, Kai. Da kann ich den meiner nicht posten, die ist unterirdisch. Ja, ich hab jetzt einfach Glück gehabt, dass man die Originale, die ich vorher hatte, noch da. Was haben wir denn die Rüstung? Ja, die Originale. Also
hatte. Die war, da habe ich halt Zeug drauf gehabt, wo ich überhaupt nicht mit anfangen konnte. Diese Umbruch, keine Ahnung, was das ist. Was ist das, Umbruch? Plus 2 bis Umbruch. Ach so, Umbruch, ja, nee, kann ich auch nicht. Also, ich glaube, das Biss soll wahrscheinlich zu Umbruch heißen, nicht? Ja, ich weiß nicht, was Umbruch bedeutet. Ja, das muss irgendein Cast sein oder irgendeine Fähigkeit. Ach so, Fähigkeit vielleicht, ja. So, jetzt der Bot. Redet ja, also genau, über Lebenspunkte, denn die Animationen hat man ja eigentlich ohne gebraucht. Also, ich hab die Brust eigentlich nur angehabt wegen dem Zaubertempo für Totems halt nicht. Hm. Aber ja, was ich doch ganz gerne vielleicht nehmen würde, wäre, also was ich sehr schlecht habe, ist eigentlich ein Gürtel. Der ist richtig schlecht, den ich hab. Da würde ich am liebsten. Am liebsten würde ich so ein Ding nehmen hier. Aber mit, ja, mit sinnvolles Stats drauf halt. Ospreys Gürtel? Ja, weil der halt 6 Trankslots hat, obwohl eigentlich braucht man die halt nicht wirklich. Völlig sinnfrei, Kai, für uns. Hm? Völlig sinnfrei für uns. Ja, eigentlich ja. Ich hab den ja, aber wie gesagt, Mena ist auch nicht gut. Ich hab nur die Base ist leider da drin. Ach, er zeigt wieder runter, ja. Du musst es mal streamen bei mir sehen, Moko. Ich bin hier dauerhaft bei 8000, 9000, 10.000 Wort und mein Leben bewegt sich minimal, nur ich facetank hier gerade den Boss. Herrlich. Okay. Ja, siehst du, ich trage im Moment. ich glaube, den. Na doch, ich muss ja den. Ja, wie gesagt, eigentlich. Also, den trage ich im Moment. Ah, Pebbelchen. Ja, man kann halt dann nicht alles auf einmal haben, ne? Das. Ah, Goldraubschlag. 61. Ah. Okay. Öffne das Portal. Jetzt wirklich so sinnvoll mit dem Zauberschaden ist, weil irgendwie waren wir darauf zugestellt. Ist das jetzt diese Dorn-Bogen-Dinger, ist das jetzt physischer Schaden oder ist das Zauberschaden oder was ist das? Unsere Totems, immer noch physisch und Zauberschaden. Gleichberechtigt oder was? Ja. Und Bobo, hast du das Bild von Yassi gesehen mit ihrem Fuchskostüm? Ja, Wahnsinn. Niedlich, ne? Ja.
wir noch gemacht? Ja, in der Schule damit Flaschen. Ja, genau. Ersten bis dritten Klassen, die machen dann mit Verkleiden und Fasching, und die vierte bis sechste Klasse, die haben dann irgendwie Disco oder irgendwas so gemacht. Okay. Ja, ich finde es ja gut, wenn sie den Kindern das noch ein bisschen Kindheit lassen. Oh, ne, ne? Ich finde, die Kinder könnten eigentlich auch mal arbeiten nehmen. Ja, ne. Ja, die Miete muss ja schließlich auch bezahlt werden. Ja. Und das Haus muss abbezahlt werden, vor allem. Ja, na, da kommst du ja jetzt ins Spiel. Nee, Kai. Ich hab die Karte gezogen, gehe drei Felder zurück, und danach kam die Karte. Kai ist für alles verantwortlich und muss Hotels und Häuser bezahlen. Hab ich mir gedacht, dass das jetzt kommt. Das ist eigentlich eine schlaue Idee, von den Kindern Miete zu nehmen, ja. Ja. Müssen ja irgendwas tun für das, was sie kosten. Bankirrtum zu deinen Gunsten. Spielst du dann mit einem Bogen, Lunio, oder mit was spielst du dann? Ja, ich spiele mit einem Bogen. Und was ist da der epische Stat, den du drauf brauchst? Minion. Also Minion Damage. Minion Melee Damage. Also beschwörst du irgendwelche Minions dann bei dir, oder? Nö, ich hab ja einen Falken. Ist ja ein Falkner. Achso, du verwandelst dich sozusagen in einen Falkner und giltst dann als Minion. Nee, der Falke fliegt die ganze Zeit bei mir rum, und ich sag dem halt, bitte hau mal auf jetzt die Mobs drauf rum und so. Okay, also der Falke, dein Begleiter, ist sozusagen der dann alles für dich macht. Richtig. Ah, okay. Ich mach das doch nicht selber. Ja, warum frage eigentlich? Auch wieder so eine Minion-Cheater-Klasse. Klasse. 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 Minion-Cheater-Flasche. Klasse-Flasche, ja. Nee, Kai, du bist jetzt schon wieder 84. Soll ich dich dann so einholen? Was sagst du? Du bist jetzt schon wieder 84, wie soll ich dich denn so einholen? Yes. Ja, ja. Gib Gas, hab Spaß mit Helmi.
Das war übrigens Helmito. Das war nämlich so ein Straßen. Also lerne Straßenregeln und so. Mhm. Und dann noch RTL 2 immer statt Wempi gebracht. Okay. Sag mir aber nicht, Wempi kennst du nicht mehr. Ja, guck mal kurz in Discord, Mobo. Mach mal den Boss. Nee, kann grad nicht mit meinem Beacon. Ja, wenn du mit dem Beacon kannst. Ah, jetzt sehe ich's. Ich sehe das Bild. Ich glaube, er hat eine Erleuchtung. Ja, ich glaube, er ist erleuchtet, dachte ich auch gerade. Ja, ich sehe das Symbol. Freut mich für dich. Ja, weil dann kann ich jetzt hier meine Runes auf Entsenden hier Sentency einsetzen. Sentency. Whatever. Rune deiner Zender, ja. Raus im Discord-Mobile, ich stehe schon im Boss. Moment! Schnell. Jetzt kann ich mal kurz gucken. Mach. Also du siehst, ich habe nur 500 Wort und 600 Leben. Ach, Oribos. Und so, den wir mal aktivieren können. Jetzt mein Wort, guck jetzt an. Wie ist der denn so, Bro? Ja, lächerhaft. Ist ja armselig. Das ist armselig, ne? Manchmal schaue ich bis 10.000 bei Bord. Nee, ich klicke wieder auf. Wie, du legst wieder auf? Ich will gucken, was droppt. Ja. Bestimmt der Regen wieder. Ja, und? Mit? Also. Ohne LP. Aber mit guten Stats drauf. 2, 6 und 3, 24 Leech. Aber ohne LP bringt das halt ja auch noch. Hilpe. So, gut, jetzt sind wir hier aber eigentlich erstmal fertig. Irgendwo soll es auch noch Lightning Resi zu holen hier. Vielleicht mal noch angehen jetzt. Wellen war nicht dein Favorit, ne Kai? Wellen spielt Kai sehr gerne. Sieht man das von außen eigentlich? Was du bekommst auf so eine Welle? Ja. Ja, da steht dann, wenn du eine Wellenebene hast, da steht bei der Ebene irgendwann immer mit Arena drin. Ja, schon rausgekommen. Aber das hilft dir ja nun nicht, wenn du trotzdem da lang vorbei musst, also dann nimmst du dir trotzdem mit. Oh Mann, ich hätte mal lieber nicht porten sollen, jetzt häng ich im Ladebildschirm. Zum Links bist du hin oder was? Nee. So, ja, jetzt muss ich das aber mal probieren. Ich will jetzt Unique Schuhe haben. Und zwar Morning Frost. No room, no room.
So, das heißt, ich packe jetzt hier diese Schuhe hier rein und dann nehme ich nicht die Rune of Shattering. Sondern. Das kostet mich das komplette. Wenn schlecht läuft, kostet sich der komplette Forging Potential. Ja. Wenn es gut läuft, nicht. 83% Crit. Okay. Es sind. Ja, aber die Schuhe sind total scheiße. Ich wollte andere Schuhe haben. Junior, hier nicht so böse Wörter. Oh Mann! Und ich glaube, die Rune habe ich jetzt auch noch weg. Rune ist jetzt weg, das macht man. Naja, ich habe hier eine Chance. Nee, ist nicht weg. Ah, okay, das hat wenigstens funktioniert. Okay, gut. Ja. Also ich habe eine 45% Chance, dass ich die Rune nicht verbrauche. Mal sehen so. Na, die gibt's ja nicht mehr. Aber. Ja, bis man jetzt hier halt diese ganzen Monolithen dann hochgelevelt hat mit den Zeitlinien, das ist doch schon ein ganz schöner Grind. Muss man den einen oder anderen muss man spielen. Ja. Ein ganz schöner Asia-Grind. Ja, Asia-Grind. Ja, aber das Ziel von meinem Bild ist, also ich mache natürlich nicht nur mit meinem Falkenschaden, sondern halt auch ein bisschen selber und ich verschieße quasi Explosive Traps mit meinem Bogen. Hört schon wieder, ist schon wieder ein Explosive Arrow Bild. Ja, also, ja. Nur, dass es halt Explosive Traps sind und keine Explosive Arrows. Oh ja. Wir kennen ihn doch. Dann mache ich hier eine Dive Bomb. Also, das ist quasi der Falke, der dann einfach mal oben den Monstern auf den Kopf hüpft. Dann macht's hier Batz und dann sind alle tot. Batz, Bomb, Bang und alles ist kaputt. Richtig. Batz, Boom, Bang, da muss ich an den Batman von früher denken. Kennt ihr den noch? Naja. Ja, diese. Diese Schauspieler da, diese Schauspieler. Drüber waren, meinst du, oder was? Pau und Kaschun ja, ja, und. Ja. Und vor allem diese Billig-Schauspieler, die dann da, ja, das war das Beste daran jetzt. Aber Batman hat immer einen tollen Spruch für Robin gehabt. Robin ist zu Batman ins Batmobil eingestiegen und hat Batman gesagt, Robin, wichtigste Sache, erstmal anschneiden. Genau. Robin, bevor wir Schurken jagen, musst du dich anschneiden. Und dann hat Robin, glaube ich, sowas gesagt wie, ja Batman, das ist eine gute Idee, das mache ich. Kennt Luni wahrscheinlich auch nicht mehr die alten Batman-Machen. Das ist nicht meine Zeit. Ich möchte aber seine ja nicht kennen. Ach, ich hab die früher sehr gerne, guck. Ja, und am liebsten hat Dirk auch noch geguckt. Teleshop. Teleshop hat gerne überhaupt keine Ahnung geguckt. Dann hab ich einen neuen Live angerufen. Nein, nein, ich hab's auch, noch, ja, stimmt. War das nun Fake oder war das jetzt kein Fake? Nein, live. Mein Live war ein bisschen Fake, war das. Aber nicht komplett.
Sammelt ihr die Epics eigentlich alle ein, die ihr findet? Also auch wenn sie euch nichts bringen? Nee. Also, ja, ich sammle immer so Sachen ein, wo ich denke, die könnten vielleicht für irgendein anderen Bild mal noch was bringen. Ist ja auch recht einfach, du musst ja bei den Epics nutzen, da steht dann dran, könnten für einen anderen Bild was bringen und die sammelst du ein. Ach so. Okay. Ja, das klingt echt einfach. Ja. Ja, da steht nämlich immer drunter Teleshop Düdelüt. Vor allem diese Düdelüt steht da drunter. Keike ist nicht wie dir, aber heute ist ja klar anstrengend, oder? Ich kann's nicht nachvollziehen gerade. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Irgendwie habe ich einen anderen Lootfilter als ihr. Was wird denn nicht angezeigt? Den hättest du dir vorbereiten müssen, Union, diesen Lootfilter. Ja, das ist halt was, was dem Spiel halt noch fehlt, gell? Also Soundeffekte beim Lootfilter. Genau. No. Ja, stimmt, also Ding-Item, genau. Ja, klar, dann kannst du noch so Voice-Lines aufnehmen. Swing-Item! Ja. Oder was irgendwie mit Walter ist wieder da oder sowas. Walter ist wieder da! Den hat man schon lange nicht mehr, den Hirsch. Den hast du vermisst, ne, Kai? Ja, genau, und dann kannst du mal Lootfilter-Sounds für deine Community machen. Ja. Mirko. Das wäre, das haben bestimmt. Oh, ich hab einen Schurkenbogen gefunden mit Minion Melee Damage, Minion Bow Damage, Exalted. Was meinst du mit Exalted? Na, halt dieser epische Stat-Buch. Achso. Ja, da kann ich sowieso ich jetzt, nicht sagen. Wenn ich jetzt meinen posten will an euch. Du musst ja leider einzeln wissen. Alle einzeln anflüstern leider. Nee, kein Bock. Ja, das ist meistens auch mein Problem. Ihr weißt was? Ich kann das auch anders machen. Hier, wo sind wir denn? Lädst uns alle in der Gruppe ein und postest in der Gruppe, ja, das geht. So. Haas. Nee, Last Epoch. Snipping Tool. Oh, ich muss Verzögerung machen. Verzögerung. Ich bin zu blöd, das Snipping Tool zu bedienen. What brings you here? Ach, jetzt habe ich alles. Ja, whatever. Schick mir mal einen Link zu deinem Bildkite-Battle, Lunio. Ja. Super, danke dir. Ah ja, genau. Genau so ein Bogen habe ich auch gerade gefunden, ja. Plus 60 Pro hast du jetzt implizit. Machst du Elementarschaden oder? Also ich glaube, dass meine Explosive Traps schon Elementarschaden machen. Ja. Aber das, was mein Falke macht, glaube ich nicht. Physical Damage. Nee, ich mache hauptsächlich Physical Damage. Ja, nee, es dürfte größtenteils Physical sein. Endlich mal wieder Wellen. 4 Wellen.
Das ist krass, ne, Mirko? Mit den 10.000 Wortern? Ja. Ist wirklich krass. Was mache ich mit den Schlüsseln eigentlich? Es macht das Sinn, die irgendwann zu benutzen oder so? Wenn du alle drei verschiedenen Schlüssel hast, dann kannst du die bei Kai einlösen und dann kommst du an sein Herz ran. Das sind nämlich die Schlüssel zu Kais Herzen. Lob eher nicht. Kai hat auch das Herz der Karten. Nee, du kannst, es gibt noch so Dungeons in dem Spiel, die kannst du machen. Da gibt es dann so verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel legendäre Gegenstände. Da kannst du noch so Legendary Power drauf haben. LP steht dann da. Und in eben von den Dungeons musst du das dann, also da musst du den Dungeon durchspielen und dann kannst du dieses LP anwenden. LP bedeutet halt, dass du einen epischen Stat oder ein Stat von einem anderen Item und am besten halt den epischen, dann auch diese legendäre Item noch mit hochcraften kannst. Okay. Ein anderer Dungeon, da ist dann so ähnlich wie Kadala bei Diablo. Da sammelst du so Seelen und da kannst du zum Schluss die Seelen ausgeben und dann halt so würfeln und dann halt Glück haben, dass du ein schönes Item dafür kriegst. Und was gab's noch im Euro? Die Arena gab's noch, aber. Die Arena ist halt so wie die Wellen, nur halt viel größer und länger. Die hab Kadala, die hab Legendary Potential. Ja. So, jetzt okay, aber. Eine Arena und dann gab's noch irgendwas, ja. Aber macht das auch irgendeinen Sinn oder ist es quasi nur, wenn einem dann die Monolithen. Achso, hinten die Truhen. Spaß erbringen. Hinten die Truhen? Ja. Also, achso, ja, stimmt, mit der Truhe dann zum Schluss, ja, genau. Ja, also, ja, das ist auf der einen Seite zur Ablenkung, dass du nicht immer nur die Dinger hier machst. Aber wie gesagt, für das Legendary Potential, da musst du da ja so erinnern, um das dann halt überhaupt machen zu können. Okay. Und ja, diese Kadala-Geschichte ist halt auch mal was, ist eine Alternative halt zur Monolithenfarm. Und genau, dann gab es noch, der dritte war, dass du zum Schluss so eine Kiste hast. Oder du kannst dann ja so randommäßig auswählen, möchtest du 5000 Gold ausgeben und dafür kriegst du eine Bonuskiste. Und dann gibst du irgendwie, gib 50.000 Gold aus und dafür ist in der Bonuskiste ein epischer Gegenstand drin. Oder viele epische Schilde oder irgendwie so eine Geschichte. Und da kannst du dir dann halt irgendwie, dann gibt's noch so Sachen wie, deine Kisten werden verdreifacht und so. Dann hast du halt mitunter dann richtig viele Kisten hinten mit richtig vielen Items drin. Aber kann dann auch richtig teuer werden. Und da wollen die halt so ein bisschen das Gold auch aus dem Spiel rausnehmen. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Ja, bei den Monolithen ist ja dann wirklich eher dann das Endgame, dass du dann halt auch die Corruption nach oben pushst. Das ist so ein bisschen wie die großen Neverland-Portale dann in Diablo. Also mir bringen so Diablo-Vergleiche nicht so viel. Ja, aber anders kann ich es nicht erklären. Gut. Ich bin halt geistig etwas eingeschränkt. Okay, aber wenn jetzt halt, sagen wir mal, die meisten Sachen sowieso auch schon auf niedrigeren Leveln halt droppen können, also die Idee ist halt, dass wenn du schwierigere Sachen machst, dass dann halt mehr droppt, oder wie? Genau, also die Item-Seltenheit steigt mit der Höhe der Corruption, die du dann in deinen Dingern drin hast. Und wenn du jetzt die Timelines alle immer so durchgespielt hast, dann kannst du irgendwann die 100er-Timelines aktivieren
Und da hast du automatisch 100 Corruption dann halt hoch. Und dann steigert sich die Seltenheit der Gegenstände von irgendwie 40% vorher auf 80 oder 90%. Und du merkst es dann auch, droppt dann wirklich deutlich mehr von diesem epischen Kram. Also dann knallt's. Dann Gates ab. Na, ich mache jetzt erstmal die erste Timeline fertig. Aber mit Schaden habe ich eigentlich kein Problem. Also eigentlich fühlt sich der Bild ganz gut an. Und ich habe ja noch gar nicht so viel. Also ich bin guter Dinge, dass ich das dann auch in den hohen Leveln hinkriege. Ich guck nochmal beim Bazaar. Beim Bazaar? Also levelt ihr dann den Bazaar auch über. Also nur Trades oder halt. Also wie levelt er sich? Das weiß man nicht so ganz genau. Also ich würde sagen, dass es sich nur über Boxkillen levelt. Ach, gar nicht über Trades. Ist jetzt meine Wahrnehmung, aber kann natürlich sein, dass ich die komische Wahrnehmung habe. Ich glaube durch alle, ich glaube, das wäre sonst einfach. Ich glaube durch Rindstellen, Verkaufen und Kaufen und Mobs kriegen. Das Kai bei mir nicht mehr online, bist du auch beim Kai? Redet nicht. Ja, ich bin. Ich so, war im Ladebildschirm und bin nicht mehr rausgekommen. Na. Ich hab das Spiel jetzt erstmal beendet kurz. Und hab jetzt gerade Werbung gekriegt, dass ein Spiel, was ich auf der Liste habe, im Dings ist. Im Sale. Im Sale, genau. Wir sind schon hier wieder auf der Liste, Kai. Bin ich irgendwie jetzt nicht wieder hier. Irgendwie arg auf der Liste. Jetzt steht, ich soll den Imperial Commander töten, aber wo ist der denn? Hm. Archage. Hat keine auf der Liste. Nee, Arc. Wer ist das? Ja, ich weiß doch. Das mit K, ne? ARK. Genau, Survival Ascended, irgendwie so ein Early Access Spiel, der zweite Teil davon. Und das gehört von 44 auf 26 runter. Und das kostet die oder lässt das? Oder weil nee, das kaufe ich jetzt. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht ganz spiele, aber ich habe mir den ersten Teil habe ich ja auch mal gekauft, wenn die Kurve mal wieder machen. Also durch morgen ist ein Arc verschwunden. Kann passieren. Ja. Ich denke mal, ich werde jetzt am Wochenende aufheben, wo ich dann wirklich wo mal länger drin sein kann. Dann war Kaya einholen. Du meinst, du kannst mich einholen. Ich glaube doch nicht mehr, ne? Nicht so wirklich. Glaube ich auch. Kicken, ob ich noch mal hinkomme oder ob ich jetzt wirklich drin hänge in den Scheiß hier. Ist das ein Mist? Achso, Scheiß darf man ja wieder nicht sagen, war mal ja Piep. Mist machen. War doch richtig. Mist, was? Ist ein richtiger Ausdruck, Kai. Mist? Ach, Mist ist ja langweilig. Wie die Mistgabel. West Deutsch. Nein.
morgen in der Familie arbeiten hier? Hi, Ecklich. Der wilde Eck kann für dich arbeiten gehen. Der wilde Junior. Wilde Eck, das wäre gut, ja. Der kann auch mal was für uns machen. Er lässt sich doch bestimmt teilweise automatisieren, oder nicht? Der wilde Eck. Das vielleicht auch. Der lässt sich automatisieren, der lässt sich immer automatisieren. Das ging aber schnell, ey. Viel früher mache ich es wahrscheinlich. So, dann gucken wir mal okay. Nochmal ins Auktionshaus, wa? Oder? Ja, guck doch mal. Frage ist jetzt, warum sind die ausgeführt? Ich bin der Stolz des Knochenschimmers schuld. Kenn ich immer. Stolz des Einhorns. Chance auf Blutung bei Treffer. Physische Durchdringung mit Blut. Exodia. Gut, müssen wir beide Banken. Hatten wir noch nicht der Teil. Den Ring hatte ich auch noch nicht. Falkenfäuste. Ja, das Blöde ist, den Hals, den ich eigentlich benutzen wollte, den habe ich natürlich weggeschmissen. Also, dann probieren wir das jetzt nochmal mit diesem, mit dieser Rune of Incenten. Ah. Läuft nicht. Wie viele Unique-Schuhe gibt's denn? Reichlich. Der stimmt, geht auch, ja. Bestimmt 15. Siehst du tatsächlich auch beim, bei dem Händler hier, beim Auktionshaus. Ja, da kommt der aber nicht drin, oder? Weiß nicht, ob man das so hinkommt. Vielleicht schon. Über ja. Saar könnte trotzdem sein, er kann vielleicht halt nur das Kuchen verkaufen. Er meint, ich kann reingucken? Darf aber nichts mitnehmen. Nur gucken, nicht anfassen. Genau. Ja. Nur gucken, nicht anfassen. Ja, na, irgendwie muss man ja auch switchen können. Ja, wahrscheinlich dann einfach ein Bazaar und dann. Ja, da kannst du ja in der Suche, kannst du ja auch nach Unix suchen und da werden ja alle aufgelistet, dann die hier. Was mit dem Bazaar? Bist du jetzt eigentlich schon 7 Reni beim Bazaar? Nee, oder? Nee, 6 und ein Dreiviertel war ich. Immer noch nicht gereicht? Alter Schwede. Das war bestimmt ein 100.000er Verkauf, war das. Die Batterie ist alle. Von dem Herzschutz machen oder welche? Ja. Dann hätte er nicht den Satz gesagt, dann hätte er bloß noch. Vom Maus Schritt machen. Also ich glaube nicht, dass du normale Mobsglocken irgendwie Zeug kriegst hier. Du kriegst diese Währung, die du brauchst zum Kurven, aber Ruf habe ich nicht gekriegt. Also ich sag mal so, ich hatte vorhin 6,5, hab nichts verkauft, hab nichts gekauft und hab jetzt 6,25. Also von daher gehe ich schon davon aus, dass du vorher für Mobsglocken. Mein Balken ist immer noch knapp.
Naja, der bewegt sich halt, viel spielen, ne? Das dauert halt wirklich lange. Das, guck mal, wie du jetzt bei eine Timeline gespielt hast und ich jetzt gleich mit der dritten Timeline. Ich hab Svea gespielt. Also Svea 100er. Okay. Aber den zweiten 100er habe ich noch nicht abgeschlossen. Also. So. Was wollte ich denn jetzt nachgucken? Achso, Gürtel wollte ich gucken. Mal gucken, ob ich einen besseren Gürtel irgendwie finde. Das ist ja die letzte Gurke, die ich hier trage. Die allerletzte Gurke. Ring, 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 Ring. Schild. Bogen, Gürtel. Da haben wir einen. Gürtel. So. Welt. Minsk. Das ist falsch. Wir müssen das hier. Wir müssen da schauen. Genau. Welt heißt doch Bronzegürtel. Was willst du? Bronzegürtel. Oder nicht? Bronzegürtel, ja. Warum seid ihr mir den hier? Jetzt anders heißt, Hertha? Was denn? Der Gürtel? Prätorian-Gürtel, ja, den suchst du. Ja, ja, neuer. Bei mir im, ja, ja, genau. Bei mir im Guide steht aber noch als Bronzegürtel drin. Ja, das ist der alte, der hat aber niedrigen Rüstungsstats. Am neuen hinzugefügt. Deswegen habe ich den auch nie gefunden. Den gibt's aber immer noch, ne, den Bronzegürtel. Ja, aber der wird bei mir im Auktionshaus hier nicht angezeigt, komischer. Also den kannst du nicht auswählen irgendwie. So, körperliche Schaden, Scherbenschaden. So, muss der haben, Scherbenschaden, diese Avoidance heißt Verhinderung von kritischen Treffern oder was? Ja, Avoidance vermeiden. Wenn es Critical Strike Avoidance ist, dann ja. Okay. Also, Svete Stadt soll... Falsch. Und wieder die falschen Schuhe. Kritische Treffervermeidung. Mal an Rüstung haben.
250 kann er maximal haben. Nimm jedes Mal diesen verdammten Prozent bei Gesundheit. Statt hinzu. Ist Prozent kacke oder was? Mehr Prozent brauche ich nicht. In Gürtel brauchst du Prozent. Doch, nee. Na, aber. Ah, Moment. Ah, stimmt, hast recht. Ist ja Prozent davor nicht. Nicht. Das ist ja nicht so schön. Zurück. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, auf jeden Fall. Also den Ochsen brauchen wir. Baden. Hey, die kann ich nicht. Aber dann hast du bloß 5% oder so. Also ich habe auf Rang 2 halt schon 4% Kai. Naja, deswegen. Das ist. Oh, nee, was jetzt im Auktionshaus hier zu finden, das meine ich. Ach so. Nimm mal den Ochsen. Ja, man kann halt nicht alle haben, ne? Naja, manche sind aber auch hier schon wieder, wenn du mit lesen gibst, die sind aber auch schon wieder sinnreich. Treffervermeidung, Schärfenschaden, der ist dran. Ach, da brauche ich gerade 7 für, ich krieg die Krise, ey. Ist immer mit 93% erhöhten Schärfenschaden drin. 29% kritische Treffervermeidung und 11% erhöhte Gesundheit für 150.000. Eigentlich ein guter Preis und gute Werte. Und auch richtig viel Rüstung dazu. Aber Rang 7 kann ich mir nicht kaufen.
1100 Leben ist noch nicht so dolle, Mirko, oder? Bei mir? Nee, das ist noch nicht so dolle. Wie viel hast du Leben bei dir, Kai? Keine Ahnung, ich sehe das gerade nicht, aber ich glaube 1200 oder so irgendwie. Ich will jetzt aus dem Suchfenster hier nicht raus, da muss ich wieder alles neu eingeben. Ja, alles klar. Also ich habe 1164, also nicht wirklich weniger. Aber kommen noch viele, glaube ich, durch Skillpunkte kam auf jeden Fall noch irgendwas, wollte ich mich erinnern. Ja, und wenn ihr da auch Rüstung hochrollt bei euch, dann ist ja auch kein Wunder, dass ihr da weniger Leben habt, weil Rüstung nimmt ja eh so fix Platz weg. Nee, das ist ja nicht, das ist ja implizit die Rüstung beim Gürtel. Ja, beim Gürtel, aber bei den Schuhen, die ihr davon habt, da habt ihr Rüstung hoch, ja, habt ihr Rüstung Platz. Ja. Ja, und da könnte man ja auch Leben oder Lebensprozent oder so anfahren. Beschworen. Wie viel Rüstung hast du bei dem Rücken? Nochmal kurz 10 rund. 4017. 60% Mitigation. Ah, das ist viel. Ich hab nur 37. Das ist natürlich stark, ja. Die Schadenszahlen sind ja wieder ähnlich wie damals schon, nur, ne? Wenn ich das da bei dir sehe, da sind ja auch wieder so um die 3000, 5000. Ist bei mir noch nicht so hoch. Keine Ahnung, was er da immer anders macht als ich. Weil du, wenn du aber jetzt 100er spielst, Kai, dann sind die Schadenszahlen natürlich auch gleich wieder ein bisschen weniger, ne? Weil die Mobs haben ja 100% mehr Leben, oder? Also 60% bei mir gerade. Und dann. Gegner mit hohem Leben haben noch 25% Schadensreduktion. Wie in einem Blessing aussuchen. Jetzt 1000 Skorpione noch nicht ein episches Item mehr drauf. Also, es ist mir wirklich schleier, so nachzustellen zu rechnen. Kann ich die Blessings irgendwann noch mal ändern? Ja, kannst du jederzeit. Du musst die dreimal nochmal wieder durchspielen, bis zu dem Endboss. Aber ich habe jetzt hier Uniques, Glyphs oder Experience. Was habt ihr denn da genommen? Würde ich dir Uniques empfehlen. Du suchst ja gerade auf die Morningcraft zum Beispiel. XP kommt von Alena. Also ich habe da vorhin auf Gold umgestellt von Uniques. Ich bin auf XP. Aber ich habe auch deswegen bei mir umgestellt, weil hier bei uns mit Handeln und so macht Gold natürlich auch mehr Sinn. Ja, okay. Ja, ich suche auch einen Bogen eigentlich. Level 66? Ich dachte, es wäre nur 62. Der andere ist 62. Der Player. Achso, okay. Der 66 ist ja viel mehr. Ja, schaffst aber trotzdem.
Also ich habe die 19, die hier, die 3 Stück, habe ich so alle mit Level 78 fertig gemacht. Ist kein noch da? Oder ist der schon schlafen? Ja, ja, nee, ich bin noch gerade beim Durchspielen. Kein Versuch, mit Aha noch vorzugauen. Weiß nicht, also ich habe ja diesen legendären Hals noch geguckt. Sobald die irgendwie mehr als 50 Diener Schaden drauf haben, also Multiplikator kritisch Treffer irgendwie, dann haben die da gleich 20 oder fast 30%, was die mehr an Schaden kriegen. Wie heißt das Amulett-Kai, was du da benutzt? Naja, das steht da drin in dem Guide, aber Todesröcheln heißt das. Da tut mich doch noch schwer, das in Englisch zu übersetzen. Death Rattle. Death Rattle, ja. Weiß ich zufällig, weil im Hearthstone gibt es eine Fähigkeit, die genauso heißt. Ah, okay. Und ich hab das Item hier schon mal gesehen, aber ich brauch das nicht. Ich weiß nicht, also irgendwie wirklich sinnvoll sieht das nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, was du ja schon wieder rausgesucht hast. Ich hab mir einen Guide rausgesucht in Dings hier, in... Wie heißt das? Max Roll. Einen neuen, noch einen anderen wieder. Aber auch mit dem, also mit der gleichen... Achso. Regan-Form, aber... Der hat komplett andere Teile an und so. Kai traut deinem Bild nicht, Möbo. Du möchtest sich jetzt deinen eigenen Bild. Genau. Nee, ich wollte eigentlich nur gucken, ob da irgendeine Aktualisierung schon gibt oder so. Das kann ja durchaus sein, weil das, was ich jetzt habe, ist ja nicht für 1.0, was ich habe. Sein, dass man nachher doch umändern muss auf mehr Schaden oder so. Ja, was ich gut finde, ist, dass du die Bosse nicht einfach so tot kriegst, dass du die Mechanik nicht spielen musst, sondern du musst die Mechaniken wirklich machen. Außer man hat 10.000 Board. What brings you here? Toll. Aber manchmal habe ich auch nur 9.000. Muss ich also noch an mir arbeiten. Ja, der trägt halt zum Beispiel nur legendäre Handschuhe halt nicht. Ja, aber es kommt wie zu Ravenous Void, oder? Oder mit Leere? Nee, das ist Myras Obsession. Okay. Statt von dem Item bekommen die Minions oder irgendwie so komisch, wie das heißt, was darunter steht. Man kann ja, hier, ich fasse es nicht. Wisst ihr, welcher Helm hier drauf ist? Entschuldigung, Kai. Ja, mach. Hier ist der Paranoia-Helm hier drauf. Achso, der. Den die drauf. Wo wir extra immer Helme gefahren haben, dann in der Timeline. Mhm. Jetzt ist er randommäßig einfach hier in so einem Ding hier drauf. Ja, doch also immer alles, wenn man nicht gezielt danach farmt. Für den Warpass habe ich jetzt echt schon ziemlich viel Kram zusammen. Aber ich spiele natürlich jetzt hier nicht weg, das funktioniert hier gerade sehr gut. Könnte natürlich noch ein bisschen tankiger sein hier der Char. Aber...
Also, wie komme ich in diese Arena auch mit so einem Schlüssel? In die Arena kommst du mit dem Schlüssel, genau, aber auch mit dem Schlüssel. Ja. Steht eine Prophecy, dass ich die Arena Level 2 gemacht haben muss. Ja, könnte sein. Aber ich habe hier Soulfire Bastion und Lightless Arbor. Nee, das sind die falschen. Wieder Arena. Ja, hab ich mir jetzt gedacht. Aber es gibt hier so eine Prophecy, wenn ich halt die Arena Level 2 pack, dann kriege ich 2 Unique Boots. Das wäre natürlich schon... Ah, das wäre super. Ich muss Stufe 7 erstmal werden. Morning Frost hier sind die, die du brauchst, ne? Mhm. Oh, 5 Minuten ist noch. Dann? Dann ist Feierabend. Drück nochmal AHA und dann jetzt ins Bett. Für euch setzt Sachen irgendein Thema? Eigentlich nicht, oder? Ja, Mirko und Kai benutzen ein Set, ein Ring und ein Deutsch oder so, glaube ich. Deutsch, okay. Kiribors Set. Aber benutzen wir eigentlich nur wegen dem ganzen Set Bonus. Wegen dem plus 2 auf Totem-Fertigkeiten. Okay, hier steht's Favor. You gain Favor when you slay enemies or complete quests. Also gut, dann brauche ich mich hier eigentlich gar nicht drum zu kümmern. Ja, dann ignoriere ich das einfach erstmal. Also gehandelte Dinge auseinandernehmen, das geht aber. Naja. Ach, das kann man machen, ja. Also man kann ein bisschen entfernen. Aber das ist ja gut, wenn man so ein paar Shards braucht für irgendwas, ne? Ja, kann man gestern eben machen. Gerade wenn die Dinger vielleicht 0 Gold kosten. Ja, und dann kaufst du die Dinger einfach raus.
das die und dann. Nimmst du auch. Ja, Gauner. So einen Tricks macht ihr also schon, ja? Ja, gut. Ja, wie mit dem Arsch an der Wand kommen. Hat Dagobert? Nein, Dagobert. Fuck jetzt. Dunkelwelt. Dagobert Duck? Nein. Aber ja. Nee, jetzt stehen wirklich Haufen. Jetzt stand zum Anfang stand so viel schöne gelbe Teile drin. Jetzt nur noch lilaner Mist. Also ich muss Level 90 Bosse töten, damit ich bei euch mitspielen kann, oder was? Genau, die 90er Timelines, die dabei oben, die musst du fertig machen. Vorher darf ich nicht bei euch mitspielen. Du kommst hier glaube ich gar nicht rein in die Dinger, wenn du das nicht fertig gemacht hast. Und wie gesagt, das würde oben springen, wenn du hier drin wärst und halt dann bei jedem Mob umfällst. Macht dir dann auch keinen Spaß. Ich hab doch genauso viel Leben wie die anderen. Ja, aber die haben dann, hast du ja gehört, die haben volle Resis, die haben 60% Überrüstung noch zusätzliche Mitigation. Kannst ja mal deinen Charakterfenster aufmachen, mal gucken, wie die Rüstung war. Kopf an die Boden her, dann mit plus 3 und Dornbluten. Na, das ist natürlich gut, ja, aber der ist lila. Der ist lila, genau. Die Rüstung. Und den kann ich noch nicht kaufen. Aber den würde ich noch nicht kaufen, weil der Rest, der drauf ist, ist einfach Schrott. 46% Movement Speed, das ist doch, reicht doch, oder? Wo sehe ich das überhaupt, Rüstung? Bin ich dumm? Die Rüstung ist unten, also ist so in der Mitte unter den Resistenzen. Da steht Additional Defenses und in der Mitte dann da Armor. 334. Ja, und wie viel Prozent sind das? 17. Wisst ihr? Ist doch gut, oder? Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, ich also ich glaube, schrecklich viel wird es nie werden. Also auf dem Guide steht hier drin, wenn ich mich nicht bewege, bin ich tot. Aber ich habe ja halt eh eher so einen hektischen Spielstil, deswegen ist das nicht so schlimm. Na gut, ich finde nichts Sinnvolles, also ignorieren wir das und gehen mal off alleine. Also ich hab hier, ich bin jetzt Stufe 5 und ich hab nur Dings hier gespielt, also das, ja. Hast nichts gekauft und verkauft? Nee. Also zählt das da doch drin. Aber warum ist das bei mir nicht mehr geworden jetzt? Oder ist das so viel, dass man das kauft? Das ist vielleicht noch mehr geworden, vielleicht hast du noch ein paar Bubbles gekriegt oder so. Und brauchst halt so 6? Viel. Na, das kann natürlich auch sein. Also muss ich auch sagen, dass ich das dann auch ein bisschen zu viel finde, wenn du dann jetzt auch erst Richtung T7 dann hinkommst. Und dann ja dann nochmal 3 Stufen kommen, dann bin ich ja Level 100, bis ich dann T10 irgendwann mal auswählen kann. Ja. Und man will ja vorher sich vielleicht schon ein Item kaufen, damit man es beim Leveln halt auch ein bisschen einfacher hat. Ja, ich denke mal, das machen sie schon mit Absicht, damit nicht halt ständig hin und her wechselst oder so. Ja. Ist schon, finde ich, gar nicht so verkehrt. Aber ich mach trotzdem Feierabend. Ich sag mal gute Nacht, bis morgen. Ja, gute Nacht, Kai. Schlaf gut.
So, jetzt kommen noch epische Amulette, dann der Boss hier noch und dann ist Feierabend für heute. Ja, das mit dem Legendary Potential, das kann dann auf den Uniques sein, oder wie? Genau, genau. Ja, es gibt Legendary Potential auf den Uniques, dann gibt es noch irgendwie Weavers Wille, also Weavers Wille heißt das auf Englisch. Und dieses Weavers Wille, das legst du einfach nur an mit Item und dann kriegst du randommäßig irgendwelche Zusatzstats noch mit drauf. Das verstehe ich nicht. Ich habe hier irgendwie so eine Prophecy, da steht Weaver 8 oder so drin. Ja, genau. Dann heißt du Weavers Wille 8. Und 8 heißt, dass der 8 mal rollt. Und da kann dann entweder ein Zusatzstat drauf kommen oder einer der Zusatzstats, die du schon drauf bekommen hast, erhöht sich im T-Level. Und das macht der halt 8 mal und dann ist der Weavers Wille sozusagen aufgebraucht. Genau. Ist jetzt 8 viel oder wenig? Das ist wenig. Ich glaube, der geht bis 20. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich meine Favor, also wofür ich die am besten ausgebe. Ja, da kann ich dir leider auch gar nichts sagen. Ich sammle erstmal. Was ist jetzt für ein Level, Moro? 80. Oh, krass. Hm. Hier war keiner über 84 oder so, ne? Ja, ja, genau. Hm. Noch den Boss hier. Bitte hoffe mal, dass er hier noch Lightning Resi bekommt. Hm. Lagoon. Lagoon ist der Boss. Mal gucken, ob ich den Strahl überlebe. Ja, hab den Strahl überlebt. Einmal komplett durch mich durchgefeuert. Aber hat mich auch relativ viel Wort gekostet. Oh, zweiten Strahl auch knapp überlebt. Ich scheinbar auch noch an meiner Healing Effective muss arbeiten. Bones of Experience. Was ist das? Erfahrungsbücher. Kriegst du 3 Bücher, wenn du abgeschlossen hast und die geben dir ein bisschen XP dann. Lohnt sich das? In den niedrigen Leveln noch nicht so, aber so ab Level 90 sind die ziemlich gut. Also die geben glaube ich so 1,5% oder so pro Buch. Oder 1% pro Buch, wenn ich genau. Aber das ist schon relativ viel. So. Also für mich wartet jetzt, Freunde. Freunde der Sonne. Ja, na dann gut's Nächtle.
Dann hören wir uns vielleicht morgen Abend, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, ansonsten übermorgen. Und dann sind wir alle Level 95. Ja, na, das ist doch. Ja, dann musst du damit leben, dass du dann halt aufholen musst. Ja. Na. Genau, Newty. Dann schlaf gut. Ja, die du. Bis dann, ciao. Tschüss. So, lieber Stream, für mich war es das dann, habt ihr gehört, ich gehe schlafen. Wir sehen uns das nächste Mal und dann habt einen schönen Abend noch. Ciao.